Hallo und ein frohes neues Jahr, liebe MV Uncut-Fans. Auch wenn Weihnachtsmarkt und Co. ja schon längst wieder weg sind, in 2017 hoffen wir, dass ihr immer noch jung und geblieben seid und deswegen gönnt euch jetzt mal unsere dritte Sendung. Unser erster Beitrag geht auch gleich schon unter die Haut. Tattoos sind mittlerweile ja so gefragt wie noch nie. Immer mehr junge Leute lassen sich welche machen. Die Jungs und Mädels von Tattoo Art in Rostock sind dafür der richtige Ansprechpartner. Christoph war dabei und hat sich das Ganze mal angeschaut. Kleine Skizze, Comic oder Malerei. Jede Kunst ist ja bekanntlich vergänglich. Doch wenn diese zumindest ein Menschenleben lang den Alltag begleiten soll, trifft man sich hier, bei den Leuten von Tattoo Art Rostock. Ich hatte André das Tätowieren beigebracht und haben dann einen kleinen Laden in der Grubenstraße eröffnet und haben uns dann so peu à peu vergrößert. Also hast junges Klientel, natürlich meistens häufiger, aber du hast auch älteres Klientel. Also bis 80 geht das hoch auf jeden Fall. Hier im kleinen Studio in der Pleterstraße lassen sich täglich verschiedenste Menschen ihr Motiv für die Ewigkeit durch Nadel und Tinte auf die Haut bannen. Dragon Ball Z. Wie hast du dich dafür entschieden oder warum? Wollte ich schon mal haben, ist ein Kindheitstraum. Natürlich ein spannender Job und gleichzeitig auch Präzisionsarbeit für jeden Tattoo-Künstler vor Ort. Aber wie kommt man eigentlich zu so einem Beruf? Es fing vor 2,5 Jahren an. Da wollte ich mich selbstständig machen, aber als Illustrator. Aber da mein Stil hier oben im schönen Rostock nicht so ankommt, musste ich mich halt umorientieren und da hat mich mein werter Kollege aufgenommen. Die Vielfalt, ne? Man kann sich halt ausleben. Man kann sein Hobby eben wirklich ausleben. Das ist ja wirklich sehr facettenreich. Klingt also, als hätten die beiden auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen. Apropos richtige Entscheidung, die ist natürlich auch bei der Wahl des Motivs wichtig. Ich finde, es ist wichtig, dass man sich in Ruhe im Kopf darüber macht, was man sich tätowieren lässt, da du es das ganze Leben lang auf der Haut hast. Und von daher würde ich immer überlegen, wo die Reise noch hingehen soll, bevor ich mir einfach irgendein Motiv stechen lasse. Wer sich aber mit genügend Überlegung langfristig das passende Motiv aussucht, investiert sinnvoll sein Geld und erhält somit Schritt für Schritt sein eigenes, auf die Haut verewigtes Stückchen Kunst. Der Westclub One in der Weststadt Schwerins ist großer Anlaufpunkt für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Dort trifft man sich zum Spielen, Quatschen oder auch einfach nur, um zusammen abzuhängen. Seit neuestem gibt es dort einen flexiblen Basketballkorb. Dieser wurde dann gleich bei einem großen Turnier eingeweiht. Wir waren natürlich dabei. Ehrgeizig, technisch, aber vor allem fair ging es am 15. Dezember bei der Einweihung des neuen Basketballkorbes im West Club One zu. Dieser Basketballkorb wurde vom Ortsbeirat der Schweriner Weststadt finanziert. Ein geringer Teil der Buga-Einnahmen wurde dafür verwendet. Der West Club One hat einen entsprechenden Antrag gestellt und der Ortsbeirat hat sich da vor 2-3 Monaten so entschieden, das zu fördern, weil wir halten das für eine gute Sache, weil das Ding ist flexibel, das können Sie überall mit hinnehmen und insofern fanden wir das eine sehr gute Idee. Zuerst ging es jedoch um die Frage, wofür das Geld eingesetzt wird. Die Jugendlichen haben abgestimmt und man hat sich für den Basketballkorb entschieden. Basketball ist gerade ein sehr großes Thema bei uns und deswegen haben wir uns gefreut, dass wir diesen Antrag stellen konnten und haben jetzt also von diesen Buga-Mitteln den mobilen Basketballkorb anschaffen können, den wir eben auch hier einerseits bei uns auf dem Gelände nutzen wollen, aber eben auch für Veranstaltungen außerhalb. Das Ergebnis lässt sich zeigen. Dazu ist der West Club One einer der beliebtesten Jugendclubs in Schwerin. Seit dem 18. Oktober 2000 treffen sich hier täglich Kinder, Jugendliche, aber auch jung gebliebene Erwachsene, um zusammen zu spielen, zu chillen oder um neue Kontakte zu knüpfen. Mit der Anschaffung des flexiblen Basketballkorbes wurde für ein neues Highlight für Stammgäste des West Club One gesorgt. Auch für Anja, die seit fast 5 Jahren täglich vorbeischaut. Ich
freue mich natürlich über den Basketballkorb, auch für die Kleineren und auch für die, die Basketball natürlich mögen. Ist natürlich für uns auch eine recht gute Anschaffung. Und ich habe ihn mit aufgebaut. Am Ende entschieden die Jungs aus dem Jugendhaus Lankow das Turnier ungeschlagen für sich. Obwohl die doch deutlich kürzeren aus einem der vier Teams des West Club One sich im Finale sehr gut schlugen. Am Ende ließen sich die Lankower dann noch ordentlich feiern. Ein kalter, aber auch spektakulärer Abend ging somit zu Ende. Kaum ist die Arbeitswoche für Schüler, Studenten und Azubis vorbei, darf am Wochenende auch mal die Sau rausgelassen werden. Des Öfteren auch mal mit dem ein oder anderen Trinkspiel, wie zum Beispiel Bierpong. Im ST-Club in Rostock wurde dazu ein großes Bierpong-Turnier veranstaltet. Meine Kollegin Kim war dabei. Hallo aus dem ST-Club in Rostock. Noch stehe ich hier allerdings vor dem Club. Ja, eigentlich ist hier immer eher nachts und spätabends großer Betrieb, wenn hier die feierwütigen Rostocker die Nacht zum Tag machen. Heute sieht das allerdings alles ein bisschen anders aus, nämlich findet hier heute ein großes Bierpong-Turnier statt. Ja, Bierpong sagt wahrscheinlich den meisten von euch was. Das ist in Amerika schon ein sehr beliebtes Trinkspiel, vor allem auf College-Partys oder Ähnlichem. Und ja, im Prinzip geht es einfach darum, mit Tischtennisbällen in Bierbecher zu werfen und natürlich, wie der Name schon sagt, ums Bier trinken. Ich glaube, das ist schon etwas länger. Seit 10 Jahren auf jeden Fall regelmäßig, 2-mal im Jahr bis 3-mal im Jahr. Und ja, wird von uns organisiert. Und wer das jetzt wirklich erfunden hat, wissen wir nicht mehr. Kommen wir zu den grundlegenden Regeln. Ziel ist es, mit 2 Bällen in die gegnerischen Becher zu werfen. Bälle, die noch nicht das Bier im Becher berührt haben, dürfen von der gegnerischen Mannschaft herausgepustet werden. Jeder getroffene Becher muss von den Gegnern ausgetrunken werden. Wer zuerst alle Becher getroffen hat, hat gewonnen. Also bei mir ist es das erste Mal tatsächlich. Ich bin schon ein Veteran, so seit 2011 bin ich mit dabei. Ich glaube, an unserem Alkoholstand muss man das nicht anders bemessen. Ja, natürlich macht Spaß. Und vorbei ist das Viertelfinale. Jetzt spielen das Team Inglourious Beer Stars gegen Team Ötti. Auch das Spiel von Team Mahatma Göndir gegen Team Stodo Elite ist für das Finale entscheidend. Für das Finale haben sich letztendlich Team Ötti und Team Mahatma Göndir durchgesetzt. Auf ein spannendes Finale! Gestern Abend den Geburtstag eines Freundes gefeiert. Waren quasi bis um 6 Uhr morgens hier. Ich bin dann kurz zur Arbeit. Ich glaube, Michael hat ausgeschlafen und wir sind irgendwie hierher gekraxelt. Und irgendwie ist das jetzt hier entstanden. Wir waren uns eigentlich einig, mitmachen ist cool, mal gucken, was passiert, aber dass wir das Ding dann gewinnen. Das Schöne bei Bierpong ist, es gibt halt keine Verlierer, weil je nachdem, wer das Match verliert, bekommt Bier und darüber kann man sich freuen oder man kommt dann eine Runde weiter. So, nach einem langen und anstrengenden Tag neigt sich jetzt hier das Turnier dem Ende zu. Die Gewinner und die anderen Platzierten werden jetzt hier noch ein bisschen ihre Erfolge feiern. Natürlich waren die Plätze hart umkämpft, wie man gesehen hat, aber der Spaß stand natürlich immer im Vordergrund.
Und ja, falls ihr jetzt auch Lust habt, eine Runde Bierpong zu spielen, dann seid doch einfach beim nächsten Bierpong-Turnier im ST dabei. Die Termine dazu könnt ihr immer der Facebook-Seite des STs oder der Internetseite entnehmen. Und ja, natürlich könnt ihr auch vorher schon mal in kleiner Runde ein bisschen üben. Und in diesem Sinne, Prost! Zu Silvester hat der ein oder andere von euch ja wahrscheinlich auch mal ein Trinkspiel gespielt. Davon gibt es ja diverseste Arten und wir haben euch mal gefragt, welche Trinkspiele ihr so kennt und da kamen echt witzige Antworten bei raus. Es geht um das Thema Trinkspiele. Kennst du da welche? Ja, klar. Bierpong zum Beispiel. Ja, alle müssen ihr Handy in die Mitte des Tisches legen und wer als erstes danach greift, muss die nächste Runde ausgeben. Ist voll praktisch für Kommunikation und so. Donkey Ball. Super oder Bierpong. Das ist aber auch das Einzige, was mir jetzt so einfallen würde. Kommando Bimbele beispielsweise. Busfahrer. Ich kenne eins, da legt man immer so Karten auf eine Flasche, so einen Kartenstapel. Und da muss man immer eine runterpusten, aber immer nur eine. Und sobald halt der ganze Stapel umfällt, dann muss man eben trinken. Pyramide. Bierkegeln, was man glaube ich hier eher so kennt als Flunkyball, aber ich sag das heißt Bierkegeln. Red or Black. Wir trinken nicht so viel, wir studieren Grundschullehramt. Wald oder Pflicht? Nee. Die 21. Maie. Ja. Maie. Looping Louis zum Beispiel, ist also der Klassiker. Ne? Und sowas wie, dass man ein Wort verbietet, immer wenn das Wort dann genannt wird, muss man trinken. Meinst du Kings Cup? Ja, genau. Flaschen drehen ist ja eigentlich auch unter anderem ein Trinkspiel. Ich habe noch nie, geht so, ich sage, ich habe noch nie und sage etwas, ich habe es noch nie, was ich noch nie getan habe und wer es aber schon getan hat, muss trinken. Kings Cup spielen wir auch sehr gerne. Worum geht's bei Trinkspielen? Es geht darum, betrunken zu werden oder andere Leute abzufüllen. Theaterfreunde und Fans des Kontroversen dürfen sich am 11. Januar auf das Stück AMK bis hier lief's noch ganz gut freuen. Das Stück, das auf dem Roman Abschaum von Feridun Saymoglu basiert, erzählt die Geschichte eines jungen Türken und dessen Erfahrung mit Jugendkriminalität, die sich bis hin zu Drogenexzessen erstreckt. Das Stück beginnt um 20 Uhr am Warnow-Ufer 5 auf Bühne 602 in Rostock. So, das Bierpong-Turnier ist natürlich nicht das einzige Turnier, was hier im ST stattfindet. Regelmäßig wird hier auch in bester Casino-Manier gepokert. Und ja, am 12.01. geht es das nächste Mal hoch her. Falls ihr Lust auf Poker habt, könnt ihr euch ab 18 Uhr im ST einfinden. 18.30 Uhr wird losgepokert. Genau, das Ganze kostet 3 Euro. Also setzt euer Pokerface auf und los geht's ab ins ST. Er ist gerade mal 25 Jahre alt und begeistert schon die ganze Republik. Chris Teil wurde 2016 beim Deutschen Comedypreis als bester Newcomer ausgezeichnet. Jetzt kommt er endlich nach Schwerin. Am 2. Februar tritt er mit seinem Programm Selfie von Mutti in der Sport- und Kongresshalle auf. Für das neue Jahr hat ja bekanntlich fast jeder gute Vorsätze. Auch wir haben uns einen guten Vorsatz gefasst, nämlich, dass wir weniger Fehlversuche und Versprecher fabrizieren wollen. Ob das allerdings klappt, ist fraglich. Wir haben jetzt die besten Outtakes aus den letzten 3 Sendungen für euch zusammengeschnitten. Mein Name ist Christoph Schlieter und heute befinden wir uns auf dem Doberaner Hof, wir finden uns auf dem Parkdeck. Scheiße. Wir haben die Upcycling-Crew von Red Ray Barn, ein Arbeitstag lang. Wie man es vielleicht im Hintergrund sehen kann, unmittelbar weit entfernt vom Doberaner Platz. Nochmal. Wir haben die Upcycling. Alter! Sport. Kaufhäuser sind restlos überfüllt, an jeder Ecke hört man Let's Lumber. Hallo aus dem ST-Club in Rostock, allerdings stehe ich noch vor dem Club. Heute sieht das alles. Genau, eigentlich sind hier feierwütige Rostocker immer. Oder ein Biergläser geworfen wird. Aber werde hier gleich mal reingehen, denn eigentlich sind hier. Ein beliebter Spielplatz dafür ist auf jeden Fall das Neuss & Moor in Schwerin. Dort finden fast an jedem Wochenende Konzerte statt und ich habe meinen Text vergessen. Die können natürlich auch immer im Dr. K. vorbeischauen. Normal, komm. Moin, moin, liebe Freunde, wie man hier im Norden so schön sagt. Ich bin heute beim selbsternannten Stern des Nordens, nämlich auf dem Rostocker Weihnachtsmarkt. Bist du nicht, du bist in Schwerin. Das ist natürlich die Blöcke laufen gerade. Mit Riesenrad, Eisbahn, dem altstädtischen Markt. Vivian, konzentrier dich jetzt mal. Taube fliegt weg. In den Filmen wird Kampfkunst an sich fast immer überspitzt dargestellt. Aber grundsätzlich dient das einzige. Was wollte ich jetzt sagen? Das Stück, welches auf dem Roman Abschaum von Feridun Saymoglu
Das Stück erzählt die Geschichte eines jungen Türken und dessen Erfahrungen mit Drogenexzessen und restlichen Jugendkriminalitäten. Oh nee! Von der Musik machen wir jetzt nochmal einen kleinen Schlenker zurück in Richtung Sport. Dort haben wir vorhin in Ihrem Beitrag schon ein bisschen angerissen, was man alles so erreichen kann mit meinen zwei Händen. Genau, das geht nur mit meinen. Am 11. Januar auf das Stück. Ich sehe nur, wie du anfängst zu lachen, ey. Okay. Tja. Zum Schluss noch mal ein kleiner Appell an euch. Falls ihr Beitragsvorschläge habt oder euch für etwas engagiert, was ihr den anderen gerne zeigen möchtet, dann schreibt uns doch einfach mal auf Facebook. Bis dahin war es das jetzt erstmal mit unserer Sendung wieder. Wir sehen uns das nächste Mal. Tschüss!